Hallo und herzlich willkommen bei wachtelform.com. Heute mal mit einem kleinen Film zum Thema Zusatzbeleuchtung. Es ist immer wieder so das Problem, dass die Wachteln ab Oktober aufhören, Eier zu legen. Was natürlich ärgerlich ist, wenn man sie so wie wir tatsächlich nur für die Eierproduktion hält. Da muss man sich was überlegen. Natürlich ist die natürliche Legepause wichtig für die Wachteln, damit sie sich regenerieren können über den Winter. Aber ja, ich sage mir immer, wenn ich die Wachteln gut und anständig halte, dann darf das Leben auch ein bisschen kürzer sein. Nichtsdestotrotz, Zusatzbeleuchtung heißt der Trick. Unsere Wachteln haben im Sommer so eine durchschnittliche Legeleistung von 80%, 85% gehabt. Das heißt, bei 35 Wachteln hat man immer so um die 30 Eier am Tag. Es ist uns tatsächlich nie gelungen, tatsächlich so viel Eier zu haben wie Wachteln an einem Tag, obwohl das eigentlich möglich sein müsste, rein von den Zuchtanlagen her. Jetzt ist es so, der Winter kam, die Mauser setzte ein, danach haben die Wachteln weiterhin Legepause gemacht, also nicht mehr weitergelegt, bis ich dann irgendwann gesagt habe, okay, probieren wir es mit einem Strahler. Und so haben wir einen LED-Strahler beschafft, 10 Watt, habe ich mir gedacht, könnte ausreichend sein und habe den hier reingehängt. Nicht direkt an die Decke, sondern so ein Stück, man sieht es hier, nicht ganz so toll, aber so schräg leuchtet der das Ganze aus. Und jetzt guckt euch das an, was das ausmacht. Natürlich im vorderen Bereich schön hell und nach hinten hin wird es dunkler. Wichtig bei dieser Geschichte ist, dass das Futter und das Wasser im Licht steht, also zu sehen ist. Weil die Wachteln einfach mit Fressen aufhören, wenn es denen zu dunkel ist. Und jetzt ist es tatsächlich so, seit wir den Strahler drin haben, fressen die Wachteln doppelt so viel wie vorher. Und wir haben in diesem Zeitraum auch Legeleistungen von 100% erreicht. Das heißt, so viele Eier wie Wachteln. Auch sonst, ja, kann man nicht meckern. Nachts zum Teil minus 10 Grad. Die Wachteln sind hier natürlich in dem Stall. Ja, es kommt vor, dass das Wasser dann auch mal gefriert, aber wir haben jeden Tag ja so zwischen 20 und 30 Eiern. Also da kann man wirklich nicht meckern. Und das eben, man sieht es, es leuchtet hier nicht megamäßig aus. Ich meine, gut, ich brauche keine Taschenlampe hier drin, aber es ist völlig ausreichend. 10 Watt, 16 Stunden am Tag haben wir die an. Das heißt, die geht morgens um 5.30 Uhr an, abends um 21.30 Uhr aus. Ja, tagsüber macht das sicher wenig Sinn, aber ich habe es nicht hinbekommen, mit der Zeitschaltuhr die so zu programmieren, dass das Ding morgens angeht und dann wieder aus und dann abends wieder angeht und wieder aus. Außerdem war mir das Risiko ein bisschen zu groß, wenn mal so bedeckte, bewölkte Tage sind. Ja, dann wird es vermutlich auch zu dunkel sein für die Wachteln hier drin. Also, 10 Watt, LED-Strahler, Stromkosten von ungefähr 30 Cent in der Woche und dafür aber jeden Tag Eier, ausreichend Eier, sodass wir zumindest nicht meckern können. Ja, mehr wollte ich dazu nicht sagen. Ihr seht, die Wachteln sind aktiv. Da machen sie noch so ein kleines Staubbad. Alles gut mit den Tierchen. Es geht Ihnen bestens. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da oder einen Daumen oder einen Kommentar. Ansonsten bis zum nächsten Mal.